Rendezvous mit einem Killer. Journalist Malte Herwig zeigt eine verstörende Originalaufnahme. Der Serienmörder Jack Unterweger, unterwegs als Reporter in Los Angeles. Ich habe die Internen immer Black Tape genannt. Der Killer interviewt in seinem Wagen eine Prostituierte. Sprechprobe. Nachtaufnahme, Los Angeles, Downtown. Da hört man, dass das Gespräche mit Leuten, die auf der Straße leben. Kassette ist. Prostituierten, Drogenhändlern, Dealern. You come of Los Angeles and have a dream. Oder no dream. Have a dream. It's ugly, it's dirty, it's scary. Every time you walk out on the street, you take your life in your hands. You could die every time you get in a car. Ich finde die Frau unglaublich beeindruckend. Ich kenne nur ihre Stimme, aber da kriegt man ein Gänsehautgefühl, weil sie trotz ihrer Situation eine unglaubliche Stärke hat. Die Frau ist authentisch. Er ist überhaupt nicht authentisch. Und während dieser paar Wochen, die er in L.A. war und da diese Reportage gemacht hat, hat er 3 Frauen umgebracht. Frauen wie diese. Wien, 1990. Jack Unterweger ist die Sensation der Saison. Mörder und Schriftsteller. Das klingt progressiv, sexy, gefährlich. Ich habe 15 Jahre gegen jedes Gesetz im Strafvollzugsgesetz verstoßen. Hätte ich das nicht gemacht, wäre ich heute wahrscheinlich weder Autor, noch in Freiheit, noch mit Boden unter den Füßen. Was keiner ahnt, längst tötet der Society-Liebling wieder. Ganz Wien spricht von den Prostituiertenmorden. Der ORF will einen Milieukenner als Reporter und engagiert Unterweger. Ein Mörder reportiert seine eigenen Taten. Wie konnte es dazu kommen? Er ist im Grunde genommen ein Betrüger, ein Blender. Und was mich besonders fasziniert, ist, wie es Jack Unterweger gelingen konnte, die halbe Gesellschaft hinters Licht zu führen. Justizanstalt Stein. Ab 1976 sitzt Unterweger hier wegen brutalen Mordes. Lebenslänglich. Dann die Wandlung. Er beginnt zu schreiben, gründet eine Literaturzeitschrift, verarbeitet sein Scheitern am Leben in der Autofiktion Fegefeuer. Literaturstars wie Elfriede Jelinek fordern eine vorzeitige Entlassung des Häfenliterats. Die Kunst habe ihn geläutert. Unterweger kommt frei. Seine neue Karriere beginnt hier, in der alten Schmiede, im Herzen Wiens. Hier hat Unterweger direkt nach seiner Freilassung 1990 auch eine Lesung veranstaltet. Er trat hier auf, wie ein Zuhälter eigentlich gewandet. Auftritt Margit Haas, Unterwegers engste platonische Freundin. In den 90ern gibt sie Szeneführer für das Wiener Nachtleben heraus. Darüber lernt sie den charmanten Schriftsteller und Mörder kennen. Ja. Der erste Eindruck war ja eigentlich von ihm, als er auf der Bühne stand. Ich weiß, es klingt pervers, ja, wenn ich sage, er hat reingewirkt. Ein Foto vom ersten Treffen. Wie man sagt, in Wien der Schmäh ist grennt. Ja? Also, wir haben es lustig gehabt. Ja? Aber ich finde ja das Foto interessant, weil es schaut ein bisschen aus, wie wenn ich ihm würgen würde. Ne? Nicht, wenn man sagt, der Jack ist Strängler. Ja? Und eigentlich wirkt das auf dem Foto genau umgekehrt. Ja. Er war jemand, der sehr schnell jemanden gescannt gehabt hat. Also, der hat in 30 Sekunden genau alles über den anderen gewusst, wie der Mensch tickt, wie er ihn behandeln muss. Unterweger schlüpft in die Rolle des Schriftstellergenies ohne Chance. Was er schreibt, erreicht dabei oft nur Pornoniveau, angeraut mit der Erzählung von der harten Kindheit beim brutalen Großvater. Selbst Mitleidsprosa, die verfängt und wohl nicht ganz der Realität entspricht. Dieses Pferdchen hat ihm der böse Opa geschnitzt. Und oft schreibt er einfach nur ab, wie dieses Gedicht von Hermann Hesse, das er als das Seine ausgibt. Aber einmal wirst du nah und voll Flammen sein. Komm, Geliebter, ich bin da. Nimm mich, ich bin dein. Auch wieder wörtlich abgekupfert. Also, blanker Diebstahl. Er hat es verstanden, schnell zu begreifen, was an einem Text das ist, was andere Menschen beeindruckt. Und das hat er dann kopiert bzw. versucht nachzuahmen. Und es hat wunderbar funktioniert. Seine Unterstützer sind davon ausgegangen, dass Jack Unterweger sich selber durch das Schreiben befreit und resozialisiert. Schreiben als Reflexion, ist auch dieses humanistische Gedanke eben der Bildung. Und
Ich glaube, er hat das Gegenteil getan. Dieses Buch und andere Texte von ihm sind voller Gewaltfantasien. Und was, wenn das nicht Aufarbeitung ist, sondern, ja, aufgeilen daran? Schnell sinkt Unterwegers Stern in der Wiener Literaturszene. Leere Lesungen, schlechte Verkaufszahlen. Interessant war der Poet im Gefängnis. In Freiheit wird er vergessen. Seine Frustration lebt er nachts aus an den wehrlosesten Frauen. Mutmaßlich 11 Prostituierte tötet er in nicht einmal 2 Jahren. Ob er seine Taten bereut hat, also wenn, dann nur Selbstmitleid. Also nicht wegen einem Opfer. Hat mir nicht den Eindruck gemacht. Wien, der bürgerliche 8. Bezirk. Das ist das Café Florianihof. Das war sein Stammlokal. Hier, nur wenige Meter von seiner Wohnung entfernt, hält Unterweger täglich Hof. Doch bald gerät er unter Verdacht, wird observiert. Überstürzt flieht er in die USA. Wie haben die Leute hier reagiert, als er geflohen ist? Und klar, also, weil die Polizei suchte ihn für die ganzen Morde. Nein, die haben es eigentlich, Großteil, die meisten haben nicht geglaubt, dass es war am Beginn. Die waren also, die meisten, die ihn gekannt haben, waren eigentlich von seiner Unschuld überzeugt. Also die Tarnung war perfekt? Ja. Im Februar 1992 wird Unterweger in Miami festgenommen. Er bestreitet alle Vorwürfe, inszeniert sich als Frauenversteher und Opfer inkompetenter Ermittler. Am Ende wird er in 9 Fällen des Mordes für schuldig befunden. Kurz nach dem Urteil erhängt er sich. Was wir aus dieser Geschichte lernen können, ist nicht, warum jemand wie Jack Unterweger andere Menschen umbringt. Das ist eben auch krankhaft. Aber was wir lernen können, ist, was wir uns täuschen lassen. Dass wir uns in dieser Attitüde gefallen, als wir sind ja die Großzügigen, die Besseren, wir fördern andere und so weiter. Und ich glaube, das ist absolut fatal. Es gibt keinen poetischeren Gegenstand als den Tod einer schönen Frau, schrieb Unterweger. Natürlich war auch dieser Satz geklaut. Nur aus dem Mund eines Mörders, da klang er so unheimlich